man überhaupt darüber nachdenken muss, ist, dass die Wehrpflicht einfach völlig unzeitgemäß ist. Man soll sich einmal daran erinnern, dass die Wehrpflicht eigentlich ein Ergebnis der großen Kriege ist. Wir leben in einer Zeit, die eigentlich Friedenssicherung verlangt und mit einem ganz anderen technologischen Umfeld, mit einem ganz anderen sozialen Anspruch, mit einem ganz anderen gesellschaftspolitischen Anspruch. Und selbst 21, glaube ich, von 28 NATO-Staaten haben inzwischen die Wehrpflicht abgeschafft, weil es eben Professionalität verlangt. Und die Professionalität erhält man nicht, also mit einem Grundwehrdienst, mit einer Grundwehrausbildung. Das ist auch im Interesse der Sicherheit nicht nur der allgemeinen Bevölkerung, sondern auch der Soldaten notwendig. Zusammengefasst 5 gute Gründe für ein Profiheer und das soziale Jahr. Weil unser Heer, die Katastrophenhilfe und die Sozialdienste mehr Profis brauchen und nicht Systemerhalter. Weil auf Dauer nur das soziale Jahr unser Sozialsystem sichert. Weil uns durch den Geburtenrückgang die Wehrpflichtigen ausgehen. Weil 6 Monate nicht reichen, um junge Menschen auszubilden. Und weil Zwangsdienste im 21. Jahrhundert Geschichte sein sollten.